So, und jetzt geht uns langsam die Muffe. Wir sind schon fast im Arsch. 19 Uhr abends. Was? Was ist das für ein Geräusch immer? Ja, 56 Energie. Nice, okay. Reicht aber erstmal. Kurz noch ein bisschen Fernsehen gucken. Hier fehlt noch ein Stuhl irgendwie, ne? Wie sieht's denn morgen aus? Morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag. Da freue ich mich. Und was sagt der Wahrsager? Aha, extra Glück. Da freue ich mich, aber jetzt erstmal schnarchen gehen. Huch, Level 1 Foraging. Plus 1 Axtprofizienz. Was? Unsere Axt ist ein plus 1 profitabler. Und Bäume droppen manchmal Seeds. Das ist ja geil. Neues Crafting-Rezept Wild Seeds SP. Neues Crafting-Rezept Field Snack. Was immer das auch sein mag. Aber wir kriegen jetzt manchmal Seeds von Bäumen. Soviel zum Thema Nachhaltigkeit. Juhu, scheint zu gehen. So. Ja, ich würde sagen, wir gießen erstmal fröhlich durch die Gegend. Das heißt, wir können es echt eine schöne Baumplantage machen, wo wir dann natürlich holzen und dann, wir sollten zwei Plantagen machen. Eine, wo wir nachpflanzen, so, wenn wir holzen, die andere, wo wir holzen, wenn wir nachpflanzen. Also, weißt du schon. So, alles gegossen. Gießkanne machen wir gleich wieder voll. Haben wir heute Post? Nee, ne? Oh, keine Post. Okay. Da, da, da. Die, die, die. Tja, was machen wir denn heute? Ich würde sagen, wir kümmern uns noch ein bisschen weiter um die Farm. Wenn wir schon mal dabei sind, einfach so die Farm ein bisschen freiräumen. Ich weiß nicht genau, ob ich dem Typen was zum Geburtstag schenken kann. Dem Louis. Irgendwas zum Geburtstag. Ich weiß ja nicht, was der sich wünscht. Ich kenne ihn ja eigentlich gar nicht. So. Haben wir denn jetzt Seeds bekommen? Oh, Acorn. Cool. Oak Tree. Sehr, 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 sehr gut. Wir können also verschiedene Bäume pflanzen auch noch. Das finde ich ganz hervorragend. So. Ein paar Bäumchen können hier noch weg. Hier kriegen wir kein Seed offenbar. So, okay, mit der Spitzhacke erstmal die Steine wieder weg. Musik ist so schön, ich traue mich da gar nicht zwischen zu labern. Huch! Eine Geode! Ein Mineral! The local blacksmith can break it open for you. Ah! Da drin ist also was drin in der Geode. Und vielleicht können wir das dann ausstellen lassen. Ich weiß nicht genau. Hier ist übrigens was unter dem Baum gefallen, was wir nicht wiederkriegen. Inventar. Ach, Inventar ist voll. Okay. Okay, Geode. Das lasse ich erstmal. Acorn sammle ich auch erstmal. Holz 106. Holz wird ja langsam. Wir können mal bald eine Brücke reparieren, wenn das weiter so geht. Die Geode behalte ich erstmal. Wo war denn das Ding jetzt? Hier, da, ne? So, okay. Ein Bäumchen können wir noch fällen, dann laufen wir noch ein bisschen rum. So. Dann können wir hier nach und nach... Vielleicht sollte ich die Bäume jetzt schon mal ausbringen. Vielleicht sollte ich die Bäume jetzt schon mal ausbringen. Einfach nur... Muss ich die auch jeden Tag gießen? Ich weiß es gar nicht. Muss man Bäume jeden Tag gießen? Ich weiß es nicht. Komm, den hauen wir auch nochmal weg. Oh. Hört sich ein bisschen an wie die Musik von Ariel, die Meerjungfrau, ne? Meerjungfrau. Was denn hier unten? Um Jottes Willen. Um Jottes Willen, was ist denn hier los? Ach du Scheiße, das wird ja noch riesengroß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir werden hier noch so viel zu tun haben. Ja, gut, dass wir schon mal angefangen haben damit. So. Müssen eh mal gucken, was wir noch alles craften können. Wir haben bis jetzt ja nur die Kiste gecraftet. So. Das kommt weg, das kommt weg.
So, zack, 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 zack. Und halt der hier und dann der hier. Also langsam, langsam kämpfen wir uns hier durch, aber wir müssen natürlich aufpassen, die Energie ist gerade nicht mehr so frisch. Gut, ich würde sagen, das reicht erstmal, da haben wir genug Gelumpe, haben wir jetzt gesammelt. Dann gucken wir mal, ob wir dieses Dingens da aufbrechen können beim Schmied. Der Schmied muss ja auch offen haben. Wie spät ist es jetzt? Müssen wir gleich mal gucken. 2 Geoden haben wir jetzt schon. Oh. 2 Geoden. Auch nice. Okay. Der Schmied war irgendwo an der rechten Küste. Es ist momentan noch morgens. Wir sollten noch genug Zeit haben. Es ist morgens. Wir sind schon völlig im Arsch. Aber das macht nichts. Wäre eigentlich schön, wenn man sich auch einfach mal hinlegen könnte. Hallo, wer bist denn du? Hayley. Oh, du bist der neue Farmerjunge, ne? Ey, finde ich voll gut. Hä? Oh, ich bin übrigens Hayley. Wenn du nicht diese furchtbar hässlichen Klamotten anhättest, wärst du eigentlich süß. Furchtbar hässliche Klamotten? Das ist mein Lieblings-T-Shirt, meine Lieblingshose. Die trage ich erst seit einer Woche, die ich hier bin. Okay. Die Hayley. Also um die Hayley können wir werben. Stardrop Saloon. Hey, das ist doch der Louis. Wann hat der Geburtstag? Was wünscht er sich? Der Saloon kann sehr lebhaft werden nachts. Manchmal packen wir sogar eine Mütze in die Jukebox. Hohoho, wie es dann abgeht mit der Jukebox-Mütze. Uiuiui. Kann ich ja gar nicht sagen. Da kommt Musik aus dem Kasten. Ja, ich komme einmal die Woche. Was? Einmal die Woche oder so komme ich vorbei und hole mir neue Infos ab, ne? Wollte ich mal sagen. Hat er gerade mit seinem Arsch geatmet? Guck mal. Hier, der atmet mit seinem Arsch. Hier. Und jetzt geht er mal weg, weil wir gesehen haben, dass er ein Arschatmer ist. Da geht er einfach weg. Verstehe. So, hier wohnt Hund. Und hier ist der Saloon. Aber ich glaube, da ist jetzt abends was los. Komm rein, komm rein. Ey, komm rein. Hallo. Hallo? Ich kann gar nicht mit dem über den Tresen reden. Das heißt, ich muss erstmal hinter den Tresen gehen, dann kann ich mir mal vorstellen. Hey, ich bin Gus, der Chef und Eigentümer vom Stardrop Saloon. Hey, du siehst aus, als könntest du ein Getränk vertragen. Okay, vielleicht können wir ein Getränk vertragen. Hier ist die Jukebox. Load Game Theme. Ach, guck mal, Cloud Country, Grandpa Theme, Yo-Yo of a Soundscape, Music Box Song, Settling in, Spring, it's a big world outside. Hier sind verschiedene Zimmer, aber natürlich nicht unsere. Ah, wir dürfen trotzdem rein. Bringt uns aber ehrlich gesagt gar nichts. Oh, hier wohnt der Gast selber, da darf ich nicht rein. Erst später, wenn ich zum Gastarbeiter werde, also wenn ich für ihn natürlich einen Job mache. So, einen Drink darf ich mir nicht kaufen, was ist das denn da? Ah, hier, Bier, Salat, Brot, Spaghetti, Pizza, Kaffee und Rezepte, Hashbrowns. Oh, Omelette Recipe und hier +1 Farming kriegen wir dazu. Omelette. Können wir Omelette machen? Und Pancakes und Brot. Ich glaube, das sind alles Sachen, die können wir machen, um die später auch zu verkaufen. Natürlich auch, um die zu essen. Aber wir können die später bestimmt auch verkaufen in der Stadt. Wenn wir die selber herstellen. Dauert natürlich ein bisschen. So, Arcade. Was haben wir denn hier? Cool. Journey of the Prairie King. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Hulk. Okay. Wow. Yeah, Rampage.
Oh, 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 oh. Alter, boah, das war gemein. Da kamen die gerade links raus. Wie gemein ist das denn? Was für ein cooles Spiel im Spiel. Wie cool ist das denn? Oh, das wird aber langsam echt schwer. Das wird langsam echt, echt schwer. Oh, haben wir einfach einen erledigt da oben. Alter, wie soll man das denn schaffen? Freunde, seid ihr bekloppt? Okay, ich glaube, das war's. Ah, ein Leben haben wir noch. Alter Zinnober. Nein! Das war mein Fehler. Da war ich einfach doof. Minus ein Leben. Game over. Alter, wie geil. Wie geil ist das denn? Hier ist noch eine Maschine. Skull-shaped Keyhole. Okay, das kann man später mal freischalten. Hier kann man, glaube ich, nicht spielen. Nein, ich will wirklich keine Yuya-Cola. Ich möchte wirklich nicht. Auch wenn wir gerade sehr erschöpft sind, eigentlich schon. Ist so ruhig hier gerade. Was haben wir denn hier? Hier liegt irgendwas, aber ich kann überhaupt nicht sehen, was es ist. Irgendwie die Hand sagt ja, aber der Verstand sagt nein. Okay, na gut, dann gehen wir mal weiter. Es ist so ruhig gerade, ne? Also irgendwie, ich weiß auch nicht. Vielleicht, wenn wir jetzt rausgehen, vielleicht kommt dann wieder Musik. So. Ja, Gott sei Dank. So, 2.40 Uhr. Ich gehe mal nirgends hier rein. Ich guck mal ganz kurz, wo sind wir denn hier? Da. Pierce. General Store 1 River Road. Und der Salute kommt hier vor. Majes Manor ist da drüben und Joja Mord da hinten. Hier ist eine Mine. Und wo wollen wir hin? Denn ich hab vergessen, was wir gerade wollten, ehrlich gesagt. Ach ja, wir wollten zum Blacksmith. Blacksmith, da. Wir müssen jetzt irgendwie hier die Hauptstraße runter und dann nach rechts rüber. Die Hauptstraße runter. Oh, wer ist das denn? Die Omi. Evelyn. Ja, hallo und willkommen in unserer Gemeinschaft, junger Mann. Du kannst mich Omi nennen, wenn du möchtest. Okay. Tschüss, Omi. Hab leider noch einen Termin. Jetzt sind wir hier und jetzt müssen wir hier aber nach rechts rüber. Über den Friedhof. Wir können später Grabsteine lesen. Ich mache das immer sehr gerne mit dem Grabstein lesen, aber jetzt haben wir erstmal einen Auftrag. Er steht immer noch da rum. Hey! Die Wolken sehen super aus jetzt im Jahr, oder? Okay, zu dieser Jahreszeit sehen die Wolken super aus. Okay, hier muss der Blacksmith irgendwo sein. Das war das Geologending. Er hier? Ja. Ich glaube, wir sind hier richtig. Da liegt ein Zettel. Da gucken wir erstmal drauf. Stack of Metalworking Blueprints. Okay. 3.50 Uhr. Ich glaube, wir haben es gerade noch geschafft. Shop Process Geodes. Okay. Just place your Geodes on my anvil and I'll give them a whack. 25. Okay. Ein Erdkristall. Günther kann mir mehr darüber erzählen, wenn ich das dem Museum spende. Okay. Und hier? Ui! Was haben wir hier? Alamit haben wir da. Dann gehen wir mal ganz kurz rüber. Haben wir jetzt 50 ausgegeben und spenden das jetzt. Na nü? Das ist erschütternd. Kein einziges Stück in der gesamten Ausstellung. Oh, 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 mein Herz. Oh, das tut mir der Seele weh. Huch! Was ist das denn? Du hast was gefunden? Zeig mal her! Oh, 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 was ist da? Oh, das ist ja eindrucksvoll. Sehr, sehr alt. Ich würde das gerne studieren, aber es gehört dir. Ich muss dich um einen Gefallen bitten.
Würdest du vielleicht alle neuen Artefakte und Mineralien, die du findest, hier spenden? Also alle? Ich will nicht gierig erscheinen, aber ich meine wirklich alle! Jedes einzelne Mineral, keins für dich behalten, keins bei dir zu Hause ausstellen, würdest du einfach alle spenden? Wir könnten hier vielleicht eine gemeinsame, durchbrechende Entdeckung machen. Hier, weißt du schon. Und wer weiß, wenn du hier vielleicht immer weiter spendest, dann finde ich ja... Könnte ich ja eventuell interessante Items finden, die ich dir weiterleite, verstehst du? Ja, denk mal drüber nach, oder? Also, wenn du dich entscheidest, hier alles zu donaten, also alles zu spenden, bring die Objekte einfach zum Tisch vorne, denn du kannst sie mir hier nicht geben, denn ich bin zu faul und muss mir hier bis an den Brustkasten greifen. Mach du bitte die Arbeit und spende dann. Okay. Donate. Hier? Ach, wir können es auch noch aussuchen, wohin. So, Journal updated und hier nochmal. Haben wir donated. Okay, wie sieht's aus? Archäologie. Erledigt. Oh, 250 Gold. Ja! Vor allen Dingen, wir hatten die Aufgabe noch nicht mal. Ach doch, hatten wir jetzt gerade bekommen, aber wir hatten schon was dabei. Günther hat dich gefragt, ob du was spenden würdest. Okay, 250 Gold kriegen wir und haben jetzt mehr als vorher. 76, jetzt können wir uns ja gleich alle Häuser kaufen. Und da stehen unsere Sachen, die wir ausgestellt haben hier. Cool. Juhu, juhu. Nice, eine Aufgabe haben wir schon mal erfüllt. Erstmal schön fremde Briefkästen checken. So, jetzt auch 16.30 Uhr. Was machen wir denn jetzt noch? Wir können jetzt noch ein bisschen in der Stadt rumgurken und ein bisschen mit Leuten quatschen. Oder in fremde Häuser einbrechen. Ach, hier wohnt doch der Bürgermeister. Hey, Louis, was wünschst du dir eigentlich? Reden können wir mit ihm nicht. Ich weiß gar nicht, was der sich wünscht. Eistee vielleicht. So, wen haben wir denn da? Ist das nicht die Frau Lehrerin? Penny. Wir haben sehr viel Glück, dass wir eine Bibliothek in dieser kleinen Stadt haben. Ja, ja. Oh, da gehen sie jetzt in die Kneipe, weil es abends ist wahrscheinlich. Der Alex. Oh hey, du bist der Neue, wa? Cool, ey. Das ist geile Soße. Also, wir sehen uns. Ciao! Hey, lass das, ihr geht. Okay, jetzt haben wir Müll gewühlt vor den Augen eines Fremden. Das ist nicht so gut. Verstehe ich schon. So. Pam. Oh Gott. Hey, Kleiner. Ja, ich heiße Pam. Bist du neu hier? Ich hab mich schon den ganzen Abend auf das Gesöff gefreut. Du bist ja schon ein kleiner, süßer, geiler Specht, oder? Willst du bei mir mal hämmern? Okay. Nein, will ich wirklich nicht. So, die Emily. Was? Siehst du mal. Ich hoffe, du farmst nachhaltig, denn das Ökosystem des Dorfs ist sehr empfindlich. Aber wir haben uns ja entschlossen, nachhaltig anzubauen und so. Krass, dass darauf Wert gelegt wird, aber verstehe ich schon. Oder warte mal, bevor wir jetzt... Oh, jetzt gehen jetzt alle in den Saloon? Hey Alex, hello. Elliot. Hallo Erik. Geht's dir denn gut, ja? Shane. Was willst du? Lass mich in Ruhe. Oh nö, ich gehe nur mal in die Bar und stehe euch im Weg, wenn ihr reinkommt. Die kommen doch jetzt rein, oder? Hahaha. La 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 la. Ah, da geht er einfach durch. Und beeilt sich, damit er seine Routine noch weitermachen kann. Okay, können wir mit dem reden? Nein. Ist hier hinten jemand und spielt? Auch nicht. Gibt's doch gar nicht. Da oben ist gerade jemand nach Hause gegangen. Da besuchen wir den gerade mal. Ach, das war er. Okay. Hat uns im Müll wühlen sehen. Wer ist das denn? Da guckt jemand Fernsehen. Wer ist... Der George. Oh. Ist bestimmt merkwürdig, all diese neuen Leute zu treffen, oder? Mein Name ist George nebenbei und jetzt verschwinden. Okay, der George. Ach, das ist ein Rollstuhl. Ah, okay. Also ist ja ein Sack. Okay. Hier ist noch... Ach, die gehört zu ihm.
die Omi, die haben wir ja schon kennengelernt. Dann wollen wir hier mal nicht weiter stören. Jetzt guckt keiner. Eine kaputte CD. Man weiß ja nie. Das mit dem Müll wühlen sollte ich lassen. Okay, Help Wanted, need a Yoya Cola for Project I'm working on, Sam. 75 Gold, Sam will be pleased. Okay, das nehmen wir mal an, weil so eine Yoya Cola kostet ja eh nur 75 Gold. Ich weiß gar nicht, wer Sam war. Ich habe mir den ganzen Namen ehrlich gesagt nicht gemerkt. Okay, was passiert wohl, wenn ich so einen Baum hier absäge? Ich glaube, die sind doch alle nicht happy darüber, oder? Was ist das? Pelican Town. Ach, das ist das alte Rathaus oder was auch immer, das Community Center, abgeschlossen, wo die dann so ein Yoya-Center draus machen wollen, wenn wir da Mitglied werden für 5000 Gold, was wir uns momentan unmöglich leisten können, aber das kommt alles noch. Hat das Yoya-Center da oben denn offen? Ich meine, ist das nicht ein 24-7-Laden? Ach, jetzt sind wir hier, okay. Okay, weißt du was, ich gehe erstmal nach Hause, ist schon 20 Uhr, vielleicht sollten wir einfach pennen gehen. So, und dann ist gut, dann haben wir den Tag erfolgreich hinter uns gebracht, haben ja auch ein paar Bäume gefällt und so weiter, also eigentlich ein guter Tag, haben ein bisschen mit Leuten gequatscht, wahrscheinlich nicht mit allen. Es wird wahrscheinlich schwierig, alle Leute zu treffen, oder? Ich kann mir nicht mal merken, wen wir schon getroffen haben und wen nicht. So, hier ist noch brav alles gegossen, am nächsten Tag machen wir natürlich weiter, jetzt aber erstmal... Oh, nach Hause gehen, wie wird morgen das Wetter? Ja, ich hier gucken. Achso, noch einen kurzen Tipp. So, listen up. This one's for you folks living in Stardew Valley. Check for spring onions southwest of town, where the river meets the ocean. You can sometimes find a whole bunch growing right off the dirt. Okay, im Südwesten. Das schreibe ich mir gerade auf. Wo ist mein Stift? Also irgendwer klaut hier immer meinen Stift. Ich weiß nicht. Irgendwie... Hier, mein Notizblock ist immer da, aber wer hat meinen Stift geklaut? Ungeduldiges Trippeln. Irgendwer hat hier wieder... Ist doch hier nicht wahr. Ja, ist aber nicht wahr. Im Südwesten. Okay, war das Südwesten? SW. SW ist genau nebeneinander, also Südwesten. Das kann ich mir merken, da habe ich meine Hand eh immer auf SW. Wetterreport. Morgen wird's sonnig. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt schon mal schlafen. Es ist 21 Uhr. Gute Nacht. Und guten Morgen. Lalalala. Ein wunderschöner Tag heute wieder. Und wir haben Post. Aber erstmal, guck mal, hier wächst es, außer das Ding. Warum wächst das denn nicht? So, alles schön hier. Gucke mal. Lalalala. Ob wir später noch Bewässerungsanlagen dazu kriegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir später alles noch weiter manuell bewässern müssen. Huch. So. Liebe Yoyamart Kunden, our team members have removed the landslide caused by our drilling operation near the mountain lake. I'd like to remind you that our drilling operation is entirely legal. Okay, da haben die gebohrt und da haben sie irgendwie einen Erdrutsch verursacht, den sie jetzt auch weggeräumt haben. Responsible stewardship of the local environment is our top priority. Okay. Continued support and patronage. Okay, die haben hier also einen Erdrutsch verursacht, den haben sie jetzt aber weggeräumt. Das finde ich sehr gut. Aber die CD kommt da rein. Craften könnten wir bald auch mal was, oder? Campfire ist ganz schön. Field Snack. Acorn, Maple Seed und Pine Cone. Quick Snack, sehr, sehr gut. Wild Seeds. Ach, die können wir selber... Ah, liegt an Delion. Ah, die können wir selber herstellen. Wild Horse Radish haben wir. Definitiv finden wir noch. Leak und dann Delion, eine Pusteblume. Und dann können wir ja selber... Was immer Wild Seeds sind, ich weiß nicht genau, was dabei rauskommt. Sollten wir also immer mitnehmen. Okay, die Frage ist, wir haben immer noch die beiden Delivery. Oh. Ein Tag haben wir Zeit. Bring Sam a Georgia Cola. Es wäre einfacher, wenn ihr ein Bild von demjenigen welchen wäre. So, ganz kurz. Das machen wir mal eben.
So, dann können wir uns nämlich Wildsamen ausbringen. Vielleicht kriegen wir damit nur Unkraut oder vielleicht aber auch ganz Gutes. Ich weiß es nicht. Lass mal uns überraschen. Hier ist, glaube ich, nee, das können wir nicht pflücken. Das auch nicht. Immer mal gucken. So, wo kommen wir denn jetzt am besten? Oh, bei Pierce haben wir ganz viele Schmetterlinge. Wo kriegen wir jetzt am besten das Ding her? Wo ist denn hier? Carpenter's Shop? Jojamart. Nach rechts, dann nach oben und dann über die Brücke. Hier, glaube ich, nach rechts. Da über die Brücke und dann sind wir schon beim Jojamart. Da können wir dann die Joja-Cola holen. Und die gehen wir Sam. Haben wir wieder eine Quest gemacht. Nein! 9 Uhr morgens, wie spät ist es? 8.10 Uhr. Großartig. Dann gucken wir mal ganz kurz, ob hier irgendwas wächst. Wie zum Beispiel da. Das können wir gleich mitnehmen. Dann haben wir eigentlich auch schon alles dabei, um uns diese Samen da herzustellen, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. So, 8.30 Uhr. Der frühe Vogel wurmt den Fang. Deswegen gucken wir da gleich mal nach. Oh, ein Fieldsnack. Cool. Im Müll wühlen lohnt sich tatsächlich. Glaubt man gar nicht. So, hier haben wir nichts. 9 Uhr morgens. Und da sind wir schon. Das sieht ja furchtbar aus. Okay, bei ihm kriegen wir ja nichts. Da kriegen wir nur die Membership. Aber hier können wir uns vielleicht mal eine Joja-Cola holen. So. Achso, hier ins Inventar. Zack. Und das war's. Dann haben wir unseren schönen Gewinn. Haben wir jetzt schon wieder. Na nü? Shane. Hast du keine Arbeit zu tun? Aber selber. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie Sam finden. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ehrlich gesagt. Das ist Penny. So, aha. Wenn du im Schmutz gräbst, kannst du interessante Sachen finden. Einmal habe ich ein altes Stück Pottery gefunden. Also wie heißt es? Eine Vase oder irgendwie sowas. Ich habe es zu Günther gebracht und er sagt, das ist 1000 Jahre alt. Aha. Wir müssen Sam finden. Das ist nicht Sam. Oh nein! Mama macht heute Abend Lentil. Ich weiß nicht, was Lentil ist. Lauchsuppe. Linsensuppe, glaube ich, oder? Ist das Linsensuppe? Hey, den kenne ich doch. Ich hoffe, die Dinge laufen für dich gut auf der Fummelfahrt. Ich würde ungern alles vertrocknet sehen. Nee, aber wir kümmern uns ja drum. Wer war denn Sam? Du bist nicht Sam, das ist das kleine Mädchen hier. Das stimmt, da hast du völlig recht. Deswegen rede nicht mit mir. Hier ist übrigens der Gulli. Da kommen wir, glaube ich, auch noch runter. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich guck mal ganz kurz hier. Emily Haley, Saloon, Mayer, Blacksmith, Stadio, lalala, Jojamarkt, Pierre, Caroline und Abigail. Hier ist irgendwie gar nichts. Da ist ein Fragezeichen. Ach, da kommen wir jetzt aber hin, ne? Wir haben jetzt hier den Weg freigeräumt. Das heißt, wir kämen. Normalerweise bin ich ja hier runtergegangen. Carpenter's Shop. Und wir kommen da oben, kommen wir jetzt ja eigentlich auch hin. Marnie's Ranch, okay. Leas Cottage, Wizard's Tower, okay. Mayor's Manor. Wo wohnt denn Sam? Emily Haley? Ach, hier, Willow Lane. Das blaue Haus, da wo wir eigentlich gerade sind. Emily und Haley. Und hier Jodie Kent und Sam. Da, das blaue Haus, genau hier gegenüber. Ah, war er das hier? Sam, ey Sam! Sam, ich hab was für dich! Junge, mach dich nicht unglücklich, ich muss das abgeben! Da kommt er raus, sehr gut. Erstmal mit seiner Mutti flirten. Das Essen bei Jojamart ist vielleicht nicht das gesündeste für meine Familie, aber mit solchen niedrigen Preisen wäre man verrückt, irgendwo anders zu shoppen. Ja, ja. Hey, Sam. Hör mal. Habe ich dir schon mal erzählt, dass wir früher in der Stadt gewohnt haben? Ist eine Menge mehr los in der Stadt, aber es ist sehr laut und sehr hektisch. Es ist hart zu sagen, was besser ist. Okay, können wir ihm denn jetzt... Wie gebe ich ihm das denn jetzt?
Alter, lauf nicht weg! Oh, du Pisskopf. So. Ey, danke, danke, Erik. Ey, ist geil. Ich wusste, du solltest derjenige sein, der das macht. Okay. Haben wir gemacht. So. Delivery. Und wir kriegen 75 Gold. Und Sam ist sehr pleased. Haben wir neuen Kumpel. Wir nehmen die Aufträge natürlich immer an. Wir müssen den Leuten also ihren Arsch hinterher tragen, damit sie uns mögen. Und er steht erstmal auf dem Skateboard rum. Macht einen 360 und noch einen. Sieht aber sehr engagiert aus dabei. Okay. Gut, das haben wir gemacht. Haben wir denn noch irgendwas anderes zu tun?